Die Anhebung des Rentenalters ist die wohl unpopulärste Entscheidung der russischen Regierung in diesem Jahrzehnt. Auch die Zustimmung zur Regierung leidet nun massiv unter der Entscheidung. Ich zeige euch, was die Russen denken. Hallo zu Russland Live. Frauen sollen in Zukunft 8, Männer 5 Jahre länger arbeiten als aktuell und dann mit 63 bzw. 65 Jahren in Rente gehen. Ich habe Russen auf der Straße gefragt, was sie von diesen Plänen ihrer Regierung halten. Ich denke, das ist schlecht. Ich bin 20. Wer weiß, was mit mir mit 50 ist. Vielleicht wird das Rentenalter dann nochmal erhöht. Das kam jetzt auch unerwartet. Steuer und Alten rauf, aber die Rente steigt nicht. Nur mehr Zeit muss man dafür arbeiten. Natürlich bin ich dagegen, wie alle normalen, ehrlichen Leute. Auch gut Studierte. Das kann nicht ohne Empörung bleiben. Die ausgebildeten Diebe haben kein Geld. Sie haben Haushaltsüberschüsse. All diese Dimas mit Medvedevs. Alles nur heiße Luft. Das ist falsch. Alle Leute sind dagegen und wollen früher in Rente. Nun ist die Rente so, dass das Leben ein paar Jahre später schon vorbei ist. Laut Umfragen von Nevada und CIOM sind in diesem Monat Zustimmungswerte zu Präsident Putin gesunken, die zu seiner Regierungsmannschaft und Herrn Medvedev sogar stark. Dass das an der Rentenreform liegt, ist klar. Ich wollte aber von den Leuten wissen, ob sie denken, dass das Ansehen der Minister und des Präsidenten ernsthaft Schaden nimmt. Es wird viele Unzufriedenheit geben. Jeder Mensch sagt, er ist unzufrieden, weil die Leute früher in Rente wollen, um sich zu erholen. Natürlich wird das die Beliebtheit beeinflussen. Sowieso unterstützen nicht so viele Leute Putin. Die Regierung meint, die Anhebung des Rentenalters sei zwingend. Die Renten sonst nicht mehr finanzierbar. Diese Botschaft wird momentan auch in regierungsnahen Mediendauer verkündet. Hier wollte ich natürlich von meinen kritischen Gesprächspartnern wissen, welche Alternativen sie beim Sparen sehen. Man könnte beim Sport sparen. Sport ist natürlich cool, aber da wird ja zu viel Geld reingesteckt. Etwa diese Prämie für die Fußballer. Spart Militärtechnik. Der Krieg ist vorbei. Wozu so viel Technik, die einfach herumsteht? Das ist eine zynische Ausrede. Sie sagen selbst, dass sie gerade Überschuss haben. Vielleicht beschließen sie dann, Brücken zur Insel Sachalin zu bauen oder sowas. Das ist die Geißel des Kapitalismus. Eine Sache, die ihr auch aus Deutschland kennt, ist es, dass solche unbeliebten Entscheidungen während der Fußball-Weltmeisterschaft durchgeboxt werden. Ist das Absicht? Das wurde schon interessant durchgeführt. Alles passiert während der WM im Hintergrund. Viele Leute haben es zunächst nicht mitbekommen. Junge Leute achten noch nicht darauf. Alle interessieren sich für die Spiele. Die Zeit vergeht und man denkt erst nach, wenn die WM zu Ende ist. Es ist zynisch. Während der WM, wo alle den Sport feiern und ihm ihre Zeit widmen, wurde es unmerklich eingefädelt. Da muss ich meinen Hut ziehen, das war fast meisterhaft. Wir bleiben natürlich beim Thema Rentenalter am Ball, auch bei dem, was die Russen darüber denken. Bei uns erfahrt ihr es ungefiltert und direkt, denn unsere befragten Bürger wählen wir nur zufällig aus und zensieren nichts. Alle Videos von Russland Live unter dem eingeblendeten Link. Abonniert uns für aktuelle Russland-News. Tschüss!